so. Liegt er dabei? Ja? Okay. Okay, ich glaube, wir sind komplett, wir fangen an. Hast du durchgezählt? Genau, wir sind komplett. Ja, herzlich willkommen zur Session Template Overrides mit UIKit. Ich bin Axel, habe eine kleine Agentur, komme aus Eckernförde, Schleswig-Holstein und habe mich so die letzten 2 Jahre tatsächlich komplett konzentriert auf UIKit. Wer kennt UIKit, wer benutzt es schon? Ja, okay, Selbstgänger, ne? Wer programmiert Templates mit UIKit? Okay. Und die anderen benutzen es fertige Templates und klicken sich das zusammen, oder? Ja, okay. Ich will ein bisschen darauf eingehen, eigentlich wollte ich ein bisschen darauf eingehen, was UIKit ist. Das brauche ich nicht machen. Ich sage ein bisschen was dazu, wie man es einbinden kann, wie man eigene Templates sich erstellen kann, was die Alternative ist. Man muss ja auch nicht, es gibt von UIKit auch noch eine kostenlose Variante, mit der man dann auf der Basis kann man dann so ein bisschen aufbauen. Dann sage ich ein bisschen was zur Dateistruktur und zu der Installationsroutine. Und dann stelle ich ganz wenige Elemente von UIKit vor, von denen ich glaube, dass die ausreichen, um schon mal so die ersten coolen Sachen zu machen. Und dann zeige ich ein paar Beispiele. Nicht live, nicht zum Klicken, aber ihr wisst, wie eine Slideshow funktioniert und zeigt dann ein bisschen Code dahinter und wie man es einbindet, wie man es im Template dann einbindet. Und da ist es dann auch total egal, ob man ein Protostar Joomla-Template aufbohrt oder ob man ein fertiges Template von Utheme nimmt und dafür ein Override macht. Also das ist dann an der Stelle kein Unterschied mehr. Die Seite kennt ihr alle. Ich finde, als Tipp mal so, wer von Utheme irgendwelche Templates hat und dann anfangen will mit Override, das ist ja nicht nur eine coole Download-Seite, sondern das ist ja eigentlich echt ein Wiki. Ich nutze es so oft, weil ich so viele Parameter für irgendwelche Attribute nicht im Kopf habe und die Seite ist ständig auf. Also wer das nicht nutzt, ein super Nachschlagewerk. Oh ja, aber ihr habt es bemerkt, das ist doch gut. Genau. Müssen wir auf der Phishing-Seite, glaube ich. Genau. Guck mal ins Impressum, wer da dran verdient. Das kennt ihr. Also, wer ist vertraut mit dem Grid? Mit all den Varianten, mit Hidden und Medium und. Okay. Dann sage ich dazu nichts. Sehr schön. Panelbox, Panel sind euch bekannt. Ne? Wie ihr das einsetzt. Irgendjemand nicht? Weiß jemand gar nicht, was es ist? Soll ich irgendwas dazu sagen? Okay, dann sag ich mal. Okay. Dann gehe ich auch noch mal einen Schritt zurück und das nochmal. Also das sind so die Varianten, oder das ist die Basis des Core von UIKit, wo man sich fragt, ja, warum denn UIKit? Es gibt ja Bootstrap. Also das unterscheidet sich erstmal nicht so viel von Bootstrap. Man hat ein Grid, es ist aufgeteilt, es gibt bei UIKit die Aufteilung von 1 bis, also ein Eintel, 100%, bis durchgängig bis ein Sechstel, glaube ich, und dann nochmal ein Zehntel, also in Zehntel aufgeteilt. Und dann gibt es halt die Varianten, die hier stehen, mit irgendwelchem Hidden Medium oder Visible Large oder irgendwelche solche. Und der Aufbau ist immer so, dass wir einen öffnenden Div-Tag haben mit UIKit, dem wir die Klasse UIKit zuweisen und dann ist es die Aufteilung, die dahinter steht. Es gibt auch Varianten, bei Bootstrap ist es ja so, dass wir immer eine Row haben und das ist klassischerweise dann auch so aufgebaut, dass wir immer eine Reihe haben und die teilen wir auf und fürs nächste Feld machen wir die nächste Reihe. Hier gibt es auch noch Varianten, dass wir durchgängig Spalten einfach hintereinander stellen und dann brechen die automatisch in die nächste Zeile um. Also deswegen heißt es auch nicht Row, sondern es ist halt ein Grid. Jetzt haben wir hier ja das Grid und dann das erste Feld, was ein Drittel breit ist. Und innerhalb dieses Feldes können wir dann, oder dieses Grids, können wir jetzt noch Panel setzen, für die, die das noch nicht kannten. Ein Panel alleine ist einfach erstmal nur eine Fläche, die wir zur Verfügung haben, um unseren Inhalt zu präsentieren. Und optisch hier so ein bisschen abgesetzt, das ist natürlich Styling, aber dafür benutzt man dann dieses UK-Panel-Box. Dann hat man so ein bisschen optisch dargestellt in der Box. Da gibt es ein Padding an der Seite, da gibt es ein bisschen
von Haus aus, dieses Standard-Padding, dann gibt es, der Titel ist dann ein bisschen definiert hier mit UK Panel Title und dann haben wir ein bisschen Hintergrund und ein bisschen Rahmen. Das kann man sich aber auch alles selber zusammen stylen. Was ich ganz oft nutze, ist gleiche Höhen im Grid. Wer nutzt das nicht? Wer hat das noch nicht benutzt und auch noch nicht auf Panel? Das ist ganz schön. Man kann mit diesem UK Grid Match, einmal mit dem UK Grid Match kann man halt sagen, dass die Höhen angeglichen werden sollen. Man hat ja ganz oft unterschiedlich laufenden Content in den Boxen und das sieht einfach blöd aus, wenn die dann unterschiedlich auslaufen. Und wenn man das nur auf Grid-Ebene machen würde, dann wäre zwar das Grid auf einer Höhe, aber wenn man dann Boxen reinsetzt ins Grid, dann würden die Boxen unterschiedlich hochlaufen. Also diese Box wäre dann zum Beispiel schon hier zu Ende. Und dafür gibt es in UIKit so ein Attribut, das heißt Target. Und da gebe ich einen Selektor sozusagen an, auf den ich das beziehen soll, diesen gleichen Höhenmechanismus. Und ich sage jetzt einfach, da definiere ich UK Panel und dann bezieht sich das eben hier auf dieses UK Panel. Das ist nicht so ganz sauber, eigentlich ist das ja eine Panel Box, wenn man das so sieht. Also eigentlich müsste jetzt hier noch stehen Panel Box. Und so hat man dann auch gleiche Höhen der Boxen, obwohl man unterschiedlich langlaufenden Content hat. Und das hat man eigentlich ständig. Also gerade wenn ich das zusammenziehe, das Browserfenster, dann läuft es spätestens auseinander. Und wir achten zwar immer drauf, wenn wir eine Info geben an die Texter, dass die gleich lang texten, dass der Intro-Text immer irgendwie so 100 Zeichen ist oder sowas, dass das einigermaßen gleich läuft, zumindest in der großen Auflösung, aber irgendwann läuft es dann doch auseinander. Deswegen ist das ein ganz cooles Feature. Cover ist total einfach. Also ich habe einfach einen Div und möchte, dass mein Bild, was ich da habe, bildfüllend auf das Div läuft, also auf das Feld. Bilder sind in UIKit ja immer, sage ich was Falsches? Bilder sind immer responsive, ne? Bilder sind immer responsive. Hier ist es halt so, ich möchte es über ein Feld gelegt haben und dann habe ich hier diese Klasse UK Cover Background. Die Proportionen des Bildes bleiben erhalten und das neue, also das skalierte Bild oder das runter- oder hochskalierte Bild wird zentrisch, also richtig horizontal und vertikal zentriert darauf. Das kann also sein, wenn die Bilder, die ihr da liefert, anderes Seitenverhältnis haben als die Box, die ihr da im Layout habt, dann kann es sein, dass die Ränder verloren gehen. Da müsst ihr ein bisschen gucken, was ihr für ein Bildformat habt. Das Ganze gibt es dann auch noch responsive. Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Da müsst ihr in dieses UK Cover Background noch ein Image Tag reinsetzen. Und da gibt es eine Klasse für UK Invisible. Und der setzt dann das Bild genau so rein, dass es auch responsive funktioniert. Und auch richtig skaliert dann. Und mit diesen Elementen kann man eigentlich in Joomla sehr, sehr einfach coole Effekte erzeugen. Die ganzen Bilder sind alle aus irgendwelchen Kundenprojekten. Das hat man ja ganz oft, dass man irgendwie so ein Header-Bild haben will und dann noch ein bisschen Text da rein haben will und man möchte das gerne auch irgendwie responsive haben und man möchte auch am besten noch beim Scrollen so einen Parallax-Effekt haben oder so. Und das kann man halt mit UIKit sehr, sehr einfach machen. Und was ich manchmal benutze, wenn ich es an einer Stelle mal brauche und es sich nicht lohnt, dafür irgendwie eine Kategorie anzulegen und einen Beitrag in die Kategorie zu legen und dann noch irgendwie mit einem Modul aus bestimmten Kategorien den Content anzeigen zu lassen, dann mache ich einfach ein benutzerdefiniertes Modul. Also wenn es dann so an einer Stelle mal gebraucht wird oder also vielleicht auch an mehreren Stellen, aber wenn es ein Feld ist. Und das, was ihr hier seht, kann man das lesen? Nee, ne? Ein bisschen vielleicht. Also was ich bei Template Overrides, bei Modulen, bei benutzerdefinierten Modulen ganz oft nutze, ist halt, ja klar, hier diesen Content, aber ich nutze halt ganz oft hier dieses Hintergrundbildfeld. Das hat den Vorteil, wenn ihr das einem Kunden übergebt, der dann schon später Content reinpflegt, dann kann er da sauber ein Bild reinsetzen
in dieses Hintergrundbild fällt. Wenn er das hier in dem Content-Editor macht, dann ist da doch immer irgendwie ein Absatz-Tag drin oder irgendwas anderes. Oder dann haut es nicht hin, dann setzt er den Cursor an die falsche Stelle und setzt das Bild an, dann steht zwischen dem Text und dann kriegt er irgendwie wieder einen Anruf und was soll ich machen? Und so ist es halt sauber getrennt. Und das ist das, was dahinter steckt. Das ist halt hier dieses Cover-Background. Zu dem anderen sage ich gleich noch was. Dann habt ihr hier wieder dieses Bild, das ist halt responsive auch funktioniert. Hier holt ihr euch dann aus dem Modul das Background-Image. Und was jetzt noch dazu kommt, ihr habt ja gesehen, da war Text drauf. Diesen Anzeige-Buchen-Button, den ignoriert ihr mal. Den habe ich jetzt aus dem Code rausgenommen, weil das sonst ein bisschen zu viel wäre und ein bisschen unübersichtlich hier in der Code-Ansicht. Der wird damit nicht angezeigt. Und dann habt ihr hier in diesem Cover-Background-Tag habt ihr dann einfach eine UK-Position-Cover. Das ist ein ganz cooles Element. Da könnt ihr über das Background-Image noch ein Cover rüberlegen, also ein Div. Und dann könnt ihr das ganz cool stylen mit Flex. Flex ist in UIKit mit drin. Die haben ihre eigenen Klassen dafür. Ich weiß nicht, ob die viel Abweichung haben zu diesen Standard-Flexbox-Klassen, aber zumindest muss ich mir da keine Gedanken drüber machen, wie ich das irgendwie, was ich da noch zusätzlich irgendwie definieren will. Ich nehme einfach UK Flex und sage Flex Center und Middle, also einmal horizontal, einmal vertikal und dann ist meine Box zentriert und dann setze ich hier noch so ein Feld rein und sage da auch nochmal der Text, Text Center und das ist, Text Contrast ist, in UIKit hat man ja verschiedene Hintergrundstile und da gibt es diesen Dark Background und dazu passend gibt es dann eben auch diesen Text Contrast und meistens ist das irgendeine helle Farbe. Das ist jetzt einfach nur die Standard, die wir genommen haben. Und dann spielt ihr hier den Content aus und dann habt ihr schon mal so eine coole 100% Box, die dann auch noch, das ist dieser Parallax, dieses Parallax-Attribut, die dann auch noch beim Scrollen das Hintergrundbild leicht verschiebt. Diese Parameter dafür, Background minus 200, das gibt an, um wie viel Pixel sich das Parallax-Bild verschiebt. Ich glaube, sobald es oben angekommen ist oder sobald es gescrollt wird, bis zum Ende des Scrollvorgangs, bis es weg ist. Damit muss man ein bisschen aufpassen, wenn man Bilder hat. Bei diesem Beispiel war das jetzt zum Beispiel so, da war ja wichtig, wo Text und Bild stehen, damit der Kontrast zwischen Text und Bild irgendwie die Lesbarkeit irgendwie erhöhen. Da habe ich, glaube ich, das ist nicht live, dieses Beispiel mit den 200. Ich glaube, da konnte ich nur 30 oder sowas einblenden, weil das Bild versetzt sich dann in dem Moment, wenn die Seite geladen wird, über JavaScript wird das Bild nochmal in der Höhe leicht versetzt. Und das ist der eine Effekt. Wenn ihr Text drauf habt, müsst ihr aufpassen. Und das zweite ist, wenn ihr Bilder habt, wo die Bildaussage sehr am Rand des Bildes ist, da müsst ihr dann auch aufpassen, weil durch den Versatz kann es dann sein, dass manchmal Bildinhalte nach unten wegrutschen und dann ist es halt doof, wenn es gleich in der Startansicht irgendwie das Wichtigste des Bildes nicht da ist. Das ist ein anderes Beispiel. Das benutze ich ganz häufig, das Modul Beiträge Kategorie. Wer nutzt das oft irgendwie? Ja, wenige. Und das ist so mächtig. Das ist eins der coolsten Module, finde ich, weil man hat so viele Filtereinstellungen. Also man benutzt ja nicht nur, man sagt ja nicht nur, aus welcher Kategorie sollen die Beiträge kommen. Ich kann mehrere Kategorien angeben. Ich kann filtern, ob Hauptbeiträge nicht nur oder gar nicht angezeigt werden. Ich kann es, glaube ich, filtern auf Autoren. Müsst ihr euch selber mal durchklicken. Also dann, eins war, glaube ich, sehr, ich kann, glaube ich, auch Unterkategorien noch einbinden. Ne? Das geht auch. Also dieses müsst ihr euch merken und das benutze ich ganz, ganz oft, weil ich ja nicht immer alles irgendwie aufs Menü legen will, sondern ich will es ja einfach so wie hier, so ein Teaser, so ein klassischer Teaser, so ein klassisches Teaser-Modul. Und hier seht ihr, das ist ein Viertel-Grid und es hat irgendwie gar keine Ränder, gar keine Abstände. Und ihr seht hier, das ist so dieser Mouse-Over-Effekt. Ich gehe drauf, habe hier so irgendein Icon und irgendeinen Text. Und da seht ihr, was dahinter steckt.
Das erste müsstet ihr kennen, UK Grid, dann werden die Breiten definiert, Standard, und wenn es dann ein bisschen größer wird, also ab Medium ist es dann ein Viertel breit. Das UK Grid Collapse, das sorgt dafür, dass es keine Ränder hat, sondern die Boxen, nee, die Boxen nicht, aber die Grid-Felder fallen zusammen. Und UK Grid Match, das kennt ihr von eben, und hier mit dem Target of Panel, das sorgt dafür, dass es gleiche Höhen sind. Und in dem Fall ist es sowieso, war es sowieso wurscht, weil das sind die Intro-Bilder aus dem Artikel und die lassen wir uns natürlich sowieso so zuschneiden und liefern, dass die alle die gleiche Bildmaße haben. Also das Problem haben wir sowieso nicht. Und der Content läuft auch nicht aus dem Bild raus. Hier haben wir es ein bisschen anders gemacht. Hier haben wir einfach nur ein Panel und in dem Panel haben wir ein UK-Overlay. Das heißt, es wird einfach nur ein Bild reingesetzt. Hier brauchen wir es nicht mit diesem Cover-Background. Das muss nicht skalieren. Die haben sowieso alle die gleichen Maße. Die sitzen nebeneinander. Das heißt, wenn die runter in der Breite runterskaliert werden durch den Browser, ist die Höhe dann ja auch immer gleich, weil es einfach quadratische Bilder sind. Deswegen setzen wir das hier ein mit UK Overlay und UK Overlay Hover. Das heißt, über das Bild können wir noch was drüberlegen. Und wir machen es nur mit dieser Klasse UK Overlay Hover, machen wir es nur dann sichtbar, wenn wir mit der Maus drauf sind. Das war das, was ich eben gezeigt hatte mit dem Icon und dem Text. Sonst wird halt nur das Bild angezeigt. Und wann wird das sichtbar oder welches Element wird sichtbar? Dafür gibt es dann hier eine Klasse, die heißt UK Overlay Panel. Das würde alleine schon reichen, damit das sichtbar ist, aber dann wäre es transparent. Deswegen gibt es hier noch eine UK Overlay Background. Damit wird definiert, dass die Box, die über dem Bild liegt, noch einen Hintergrund hat. Das haben wir gesehen. Das definiert man dann mit Styling. Da gibt es hier einen Hintergrund, der halbtransparent ist. Ich glaube, 80% oder 70%. Das macht dieses UK Overlay Background. Das kann man dann, also standardmäßig gibt es das in UIKit schon, aber man kann es ja auch noch variieren, in welcher Farbe und in welcher Transparenzstufe man das haben möchte. Dann gibt es diese Klasse UK Overlay Icon, die sorgt dafür, dass in dieser Overlay-Ebene ein Icon dargestellt wird. Das läuft dann über Styling, kann ich dann definieren, was für ein Icon das ist. Hier ist es halt dieses Plus-Icon. Und dann kann ich definieren, wie wird diese Overlay-Ebene, wie wird die eingeblendet. Und da gibt es, da müsst ihr mal auf der UIKit-Seite gucken, da gibt es unendlich viele Parameter und Overlay Fade, es blendet sich halt so langsam ein, überblendet sich. Da gibt es alle möglichen Varianten. Das kommt dann von unten, von rechts, von oben und kann sich auch noch drehen, glaube ich, oder so. Also das gibt es auch noch. Und dann haben wir hier einfach nur den Item Title. Und hier nehmen wir das Image Intro. Und über alles haben wir den oben auch. Den habe ich oben gar nicht gesehen. Hier ist, ach so, auch auf der Position Cover legen wir den auch. Legen wir noch den Link zu dem Item. Und schon haben wir eine Teaserbox, die irgendwie grafisch ansprechend ist und ein bisschen netter ist als das, was da standardmäßig ist, glaube ich. Diese zeigt einfach nur eine Liste an mit Titeln, glaube ich. Die Module, Kategorie, Beiträge aus Kategorie. Dieses Modul zeigt einfach nur eine Liste von Titeln an mit dem List-Element. Ich glaube, das ist der Standard, ne? Deswegen benutzen das wahrscheinlich auch so wenige. Ja. Hast du irgendwie, oder wie machst du das, wenn du jetzt mal so ein bestes Beispiel ist, bei dem ersten Div, das kenne ich auch, wenn du da irgendwann so viele Klassen hast, dass diese Zeile irgendwann so geil lang wird? Das ist mir total egal. Ist dir egal? Ja, das ist mir total egal. Ich knall da alles rein. Ich habe da auch schon mal versucht, das irgendwie so. Nö, warum? Also die haben ja, das ist ja das Schöne, das ist ja so modular aufgebaut und jede Klasse hat ja wirklich ihre Berechtigung nur für so einige Funktionen, also für einige Darstellungseffekte. Und wenn ich da anfange, das zusammenzufassen, weil ich das in dem einen Projekt brauche oder so, dann ich komme nur durcheinander, was nun wofür ist. Und dann. Ja, ich habe das mal bei einem Template gesehen, da war das extrem viel. Ja. Okay.
Das weiß ich nicht, dazu kann ich nichts sagen, ob so Anzahl von Klassen irgendwie Einfluss auf SEO hat. Keine Ahnung, weiß ich. Ja. Ja. Außerdem kannst du dir ja immer noch eben halt über Plugins das Ganze zusammenlegen lassen, zusammenschreiben lassen. Das Ganze wird dann eben halt gesippt ausgeliefert und dann. Ja, aber das ist ja was anderes. Ja, klar. Also, ne? Also der, das, was du beschreibst, ist ja, ich habe viele verschiedene Styling und JavaScript. Das hat einen stärkeren Impact, als wenn ich da was länger stehen habe. Ja, wahrscheinlich. Genau. Also ich benutze das auch wirklich gerne so in der Variante. Also so, ne, also wenn ich mir das so überlege, irgendwie habe ich ja so ein Design vor mir liegen, was ich umsetzen muss, und dann sage ich, ja, okay, das muss ein Overlay-Panel sein, das muss ein Background haben und es muss noch ein Icon haben und so. Also, und so stricke ich mir das so zusammen. Das ist halt. Was ist hier anders als bei dem anderen? Gar nichts. Ach stimmt, genau, das, genau. Das ist, genau, danke, ich dachte gerade, ist doch eigentlich genau das Gleiche. Nee, das, also ich benutze es nicht nur, hier benutze ich es auch beim Modul Beiträge einer Kategorie, genau wie eben. Und was ich auch ganz oft mache, ist, ich mache mir einen Override für einen Kategorieblock. Das kommt tatsächlich ganz, ganz häufig vor, wenn ich irgendwo Beiträge auflisten will aus einer Kategorie und auch über ein Menü-Item, dann benutze ich das und dann mache ich da einen Override. Genau, hier ist eins anders, ich habe dieses Collapse rausgenommen. Und hier in dem Fall ist es, glaube ich, ja, es ist so, ich habe ja mehrere, ich weiß ja noch nicht, wie viele Artikel ich in meiner Kategorie habe, das kann ja wachsen. Und vielleicht kommen hier, das ist so ein Stadtreiseführerprojekt, vielleicht kommen hier nächstes Jahr noch drei dazu, dann brauche ich die nächste Zeile. Und wenn ich da mit meinem Grid rangehe und dann sage, mein Div mit der Klasse UK Grid und dann kommen drei und dann kommt eine neue Reihe, das wird alles viel zu kompliziert, so schmeiße ich die da alle rein. Hier und schmeißt die einfach alle nacheinander rein. Da läuft natürlich eine Schleife drum, na klar. Und sag einfach nur, wie breit seid ihr? Und dann schmeißt er die einfach nacheinander da rein. Das ist die Klasse, die dafür, das Attribut, was dafür wichtig ist, dieses Data UK Grid Margin. Das sorgt dafür, dass sobald ich das erste in der neuen Zeile habe, wird ein Margin eingesetzt zur nächst höheren Zeile. Also, dass die dann nicht so aneinander kleben in der vertikalen. Und ansonsten ist hier, das könnt ihr nicht sehen jetzt, weil es natürlich so eine statische Geschichte ist, aber es ist genauso aufgebaut. Hier ist noch ein bisschen mehr Semantik drin, ist halt Figure und Fig Caption, wer das kennt für Bilder und Bilduntertitel. Und dann ist hier noch eine Klasse drin, die heißt UK Overlay Scale, und zwar fürs Bild. Die ist auch bei dem Bild zugeordnet. Die sorgt dafür, dass in dem Moment, wo ihr mit der Maus rübergeht, wird das Bild so ein bisschen größer. Ist halt so irgendwie so ein visuelles Feedback, da ist jetzt irgendwas los, falls einer nicht gemerkt hat, dass aus dem Cursor die Hand wurde oder den Cover-Background auch irgendwie ignoriert hat, dann sieht das spätestens, wenn die Bilder irgendwie größer werden dann. Und ansonsten ist es genau das gleiche, UK Overlay und dann ein Background, dann ein Panel, ein Background, wieder dieses Fade und dann hier mit Flex zentriert und dann den Title. Das sah ja unterschiedlich. Es gab ja eine zweiteilige Überschrift. Das habe ich mir jetzt gespart, weil ich dann so viel hätte erklären müssen. Aber ich mache es halt ganz oft, dass ich... Das ist der Modultitel im Übrigen, in dem Fall. Oder der Item-Title, was auch immer. Und ich möchte ja keine Formatierung drin haben. Ich mache es immer mit Double Pipes und ziehe mir das dann raus. Und also wer ein bisschen PHP kann, der schafft das. Also kennt das jemand, die Methode? Mit, ja. Und dann kann ich eben auch unterschiedlich stylen, habe einen erzwungenen Zeilenumbruch. Das ist manchmal ganz hilfreich, wenn es optisch irgendwie was eine Anforderung dazu gibt. Das ist auf den ersten Blick erstmal auch ein Grid. Und doch ist es kein klassisches Grid. Es ist nämlich ein Data UK Filter. Und die funktionieren eigentlich nicht mit diesen gleichmäßigen Grids. Aber hier ist der Trick, dass die Intro-Bilder alle das gleiche Format haben und alle quadratisch sind. Und dadurch sieht es erstmal aus wie ein gleichmäßiges Grid.
Aber wenn ihr sowas erreichen wollt, dann müsst ihr das über die Bilder machen, also dass die Bilder wirklich die gleichen Maße haben in dem Fall. Ihr seht da oben so eine Art Navigation und das zusammen mit dem Schlagwort Data UK Filter. Das sorgt dafür, dass ihr diesen Elementen Attribute geben könnt, nämlich Filter, mehrere sogar, also das Tagging-Prinzip. Und wenn ihr oben draufklickt, dann setzt sich das Grid neu zusammen. Das passiert auch grafisch irgendwie einigermaßen anspruchsvoll, also die nicht zutreffenden Felder werden ausgeblendet, die anderen sliden so ein bisschen hin und her und ergeben dann so ein neues Grid. Und wie man das macht im Code, ich habe mir hier das Beispiel mal rausgezogen von der UI-Kit-Seite. Da sieht man schon, dass man den Feldern eben so bestimmte Werte geben kann und wenn man dann auf A oder B klickt, bleiben nur noch die A- oder B-Felder stehen und es gibt auch Felder, die sind jetzt leider verdeckt, die haben A und B als Attribut und dann klicken die sowohl bei oder sind die sichtbar sowohl bei A als auch bei B. Und es ist eigentlich auch sehr einfach. Man braucht eine Liste mit einer festen ID und der Klasse UK Subnav. Und, nee, das ist nicht zwingend, aber das ist ganz nett. Und dann braucht ihr das für die einzelnen Listenelemente braucht ihr das Attribut Data UK Filter. Und hier gebt ihr dann an, auf was es filtern soll. Und dann habt ihr euer Dynamic Grid. Und das muss kein Listenelement sein, das kann auch ein Div sein. Und hier setzt ihr in die einzelnen Elemente, also erstmal in das Umschließende, in das Data UK Grid, das ist halt wichtig, definiert ihr über dieses Attribut Controls genau hier oben diese ID, also wo ist sozusagen das Filterelement, welche ID hat das Filterelement und die einzelnen Elemente weist ihr dann hierzu über die Data UK Filter und da müsste es halt wirklich exakt gleich sein und hier seht ihr auch ein Beispiel, ihr könnt auch mehrere hintereinander Komma separiert anfügen. Und so sieht das aus, wenn man das mit unterschiedlich langen Elementen hat. Also die Bilder sind hier auch alle gleich lang, aber dazu kommen halt noch ein paar andere Elemente. Der Text hier ist ein bisschen unterschiedlich lang. Und so werden die eigentlich dargestellt, so untereinander und einfach so, wie es kommt. Bei quadratischen Bildern ist es halt schön gleichmäßig. Und das ist zum Beispiel ein Override. Da habe ich mir ist auch ein Kategorieblock, aber inklusive Unterkategorien und inklusive Kategoriebeschreibungen. Und die schmeiße ich einfach auch mit rein in das Grid. Mache ich das Override eben so, dass die auch mit rausgeschmissen werden. Und so ergibt sich so eine ganz ungleichmäßige, eigentlich ja ganz ansprechende Darstellung und kann dann oben filtern und bekomme dann nur die entsprechende Kategorie angezeigt und die Geräte dazu. Und das, wie macht man das dann? Also man hat ja im Override hat man den Category Alias ja zur Verfügung. Den kann man sich herausziehen. Und das ist bei mir mein Attribut für das Data UK Filter. Was habe ich? Dafür? Nee. Ist geheim. Nee, ich kann dir das zeigen. Oder? Bei dem Beispiel davor mit den Rezepten sind es Tags. Da machen die Redakteure, vertaggen die oder verschlagworten die, muss man ja sagen. Richtig, und da geht das über die Tags. Und da oben dieses Filterelement, das füllt sich auch automatisch, also dynamisch. Da wird erstmal geguckt, was habe ich überhaupt für Filter, macht da so ein Unique Array draus und habe dann oben alle, die zur Verfügung stehen, alle Tags automatisch. Hier ist es ein bisschen anders, hier sind es einfach nur die Kategorie Alias. Oder da oben die Titel und dann hier aber als Filter und da auch als Filter der Alias. Weil ich da ja keine Sonderzeichen und sowas drin haben will. Und deswegen eignet sich der Alias ganz gut. Und der ist auch auf jeden Fall eindeutig. Also. Das Beispiel ist jetzt ein bisschen tricky, weil das, wir benutzen das bei so einer aufgebohrten Content-Geschichte. Wir haben da so ein kleines CCK drum gebastelt, dass wir auch Rezepte verwalten können. Und dann gehören zu einem Beitrag eben verschiedene Rezeptschritte. Es soll eigentlich als Beispiel dafür herhalten, wie man dieses Slideshow sozusagen unten über so eine Thumbnail-Navigation steuern kann.
Und wenn man das jetzt nicht hat, so ein Rezept und verschiedene, dann könnte man sich ja auch vorstellen, dass man auch wieder einen Kategorie-Block-Override macht und dass das hier die Intro-Bilder sind für die Beiträge, dass das hier die Hauptbilder sind für die Beiträge und dass das hier der Intro-Text ist. Und dann kann man eben sowas auch realisieren. Da zeige ich mal, wie man das mit UIKit macht. Grundsätzlich hat man eben dieses Element Data UK Slideshow, wobei man, das haben wir es ja schon öfter gehabt, wir haben Klassen, die alle mit UK minus irgendwas anfangen. Sobald hier sowas im Spiel ist, mit Data UK vorweg, dann sind immer irgendwelche JavaScript-Dateien gefordert. Und es gibt den, wenn ihr euch das runterladet, das UI-Kit, habt ihr immer das ganze Komplettpaket und ihr könnt ja dann entscheiden, was ihr bei euch im Projekt einbindet. Und dann müsst ihr mal gucken, es gibt diesen Ordner Components und da könnt ihr euch das nehmen, was ihr braucht. Und diese ganzen Slide-Geschichten und so, das ist alles unter Component und das ist so ein bisschen gegliedert. Und dann nimmt man sich immer nur das, was man braucht. Also man hat da nicht zwangsläufig diesen großen Batzen an JavaScript- und CSS-Dateien, die man im Projekt hat. Man nimmt sich den Core und nimmt sich dann das dazu, was man braucht. Bei der Slideshow ist es so, dass ich einmal dieses umfassende Div habe hier mit dem Data UK Slideshow. Und dann habe ich zwei Listen. Die eine ist die UK Slideshow und habe da meine Listenelemente. Das ist das, was ich oben hatte in das große Bild mit dem Intro-Text, mit dem Overlay. Und dann habe ich hier meine Navigation. Und die verlinkt dann, also ich muss hier in diesem Element sagen, wohin gehst du? Und das ist eben Data UK Slideshow Item und dann beginnt es bei 0. Das muss man wissen, ich glaube, das habe ich mir tatsächlich mal irgendwo, das ist nicht so, doch es ist dokumentiert, aber so ein bisschen versteckt irgendwie. Weil es gibt auch noch diese Pfeile auf den Slideshows, kennt ihr ja sicher auch, da heißen die aber einfach nur Next und Prev und das ist, genau, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, es gibt das auch noch die Möglichkeit, das mit Switcher zu machen, da muss man dann irgendwelche IDs irgendwie direkt ansprechen, aber das ist irgendwie ganz cool, wenn man weiß, dass man bei 0 anfangen muss, dass man damit die erste... Und das ist jetzt das, ich habe es ein bisschen reduziert, ich habe ein paar Klassen rausgenommen, die ich nicht, weil das wäre sonst zu lang gewesen. Und das ist jetzt das Beispiel mit den Rezept-Steps. Denkt euch einfach mal, ne, List-Preparations und Preparation-Steps und so, da denkt da an for each list as item, wenn ihr einen Kategoriebaum durchsucht oder Artikel in einem Kategoriebaum durchsucht. Dann habt ihr da oben dieses umfassende Element, Data UK Slideshow. Und da könnt ihr auch Parameter mitgeben, noch ein paar Attribute. Also Autoplay True, das heißt eben nach einer bestimmten Zeit, die ihr einstellt, könnt ihr auch noch als Attribut, glaube ich, mitgeben. Standardmäßig weiß ich gar nicht, was das ist, welcher Zeitraum das ist, wann es losgeht. Könnt ihr auf jeden Fall einstellen, okay, nach einer bestimmten Zeit startet das Ding auch automatisch, ohne dass da einer raufklickt. Und die Animation, dieses Animation-Attribut, klar, sagt mir halt, wie die Slides sozusagen von einem zum nächsten kommen und Standard. Ich nehme halt oft Fade. Slide finde ich irgendwie auch ganz, dass es so von rechts nach links reinkommt. Da gibt es alles Mögliche. Da gibt es auch Rotate und selbst das kann man auch wieder definieren und wie viel Grad. Und das ist schier endlos, wie viele Attribute man da vergeben kann. Und dann habe ich die zwei List-Elemente. Also dieses hier, das erste, da ist mein ganzer oberer Teil drin und das zweite hier ist meine Navigation. Und in dem ersten habe ich halt hier, mache ich halt eine Schleife über die Steps. Und dann habe ich hier wieder mit dem Figure und Fig Caption, also Bild und Bildunterschrift sozusagen. Das ist eigentlich nicht so ganz sauber eingesetzt, weil das eigentlich nur eine Unterschrift ist und wir nutzen es aber als Intro-Text, aber haben wir mal so gelassen. Und hier nehmen wir es tatsächlich mit diesem Cover-Background. Also das heißt, dass sich das halt hochzieht. Deswegen haben wir hier einmal dieses Div mit dem UK Cover Background und dann einmal den Style, der denkt euch mal weg, der ist eigentlich aus dem Resultat, der wird eigentlich reingesetzt von UIKit. Und dann setzt ihr hier dieses Bild rein. Und dann haben wir hier das ist auch wieder ein Overlay und die Unterschrift haben wir dann hier als Overlay Panel und dann Flex Column Reverse ist ein ganz cooles Instrument. Haben wir auch definiert hier als ein Drittel, das hat man ja gesehen hier, das ist ein Drittel vom Bild und Flex Column Reverse heißt halt, es fängt unten an, also es baut sich dann auf, glaube ich, erzähle keinen Blödsinn, ne? Nee.
so hat man das immer unten orientiert. Und dann kommt halt hier die Preparation Step, heißt das bei uns Description, das könnte euer Intro-Text sein. Und hier die Navigation haben wir als UK Thumbnav definiert. Das gibt einem nochmal so eine Art Grid aus den Bildern und man muss nur sagen, jedes soll ein Sechstel sein. Und hier mal so ein Beispiel, wie man sozusagen in der übergeordneten Ebene vom Grid sagen kann, dass jedes Element die gleiche Breite haben soll. Also ich muss es ja nicht jedem Element sagen, du bist jetzt ein halb breit oder ein Sechstel breit, sondern ich sage es einmal oben für das UL Attribut, sage ich einmal nur ein Sechstel und alles, was dann kommt, hat dann diese Info nicht mehr, also die LI-Elemente haben das dann nicht mehr und sind trotzdem alle ein Sechstel. Und hier mache ich halt nochmal die Schleife über die Preparation Steps und lasse mir halt nur die kleinen Bilder rausgeben. Da steckt noch ein bisschen mehr hinter, das habe ich jetzt weggelassen. Da war auch noch ein Overlay drin, weil ich ja mit der Maus rübergehe und dann, das habe ich mal weggelassen, der Übersichtlichkeit halber. That's it. Fragen? Auch gerne noch irgendwie danach, wenn es so in Code bringt. Und, was denn? Was ist mit dem UI-3? Ja, es kommt. Ja, genau. Das ist so alles. Nö, das ist so basic. Und deswegen habe ich mich auch ein bisschen auf die. Ich weiß ein paar Dinge, die kommen, aber ich weiß nicht, was da Revolutionäres kommt, aber ich bin davon überzeugt, dass das bleibt. So. Gibt es den Vortrag online? Zum Download? Hier. Kann ich stellen, ja. Stelle ich dann auf die Seite. Ja. Und beim Schuler Day genau. Jede kriegt ihr einen Link rein, dann könnt ihr euch die. Genau. Ein bisschen codelastig gewesen, das ist ein bisschen doof. Und du nutzt es also jetzt als Template Override mit? Genau. Ich mache eigentlich alle Template Overrides mit UIKit. Okay. Alles. Und das wollte ich am Anfang noch sagen. Es gibt ja die Möglichkeit, sich das eben ins Protostar oder so mit reinzuziehen. Da gibt es auch, das ist auch sehr komfortabel. Man kann da Gulp nutzen. Um dann aus den, also Less wird supported, man muss nicht in CSS irgendwas stylen, sondern Less Support ist dabei und man kann dann mit einem Tool, das heißt Gulp, kann man ja bestimmte Aufgaben automatisieren und eben auch dieses Compiling der Less-Dateien in CSS-Dateien dann. Das wäre der eine Weg, ich baue mir das irgendein Template ein oder schreibe ein eigenes und baue das da ein und dann gibt es aber bei Utheme ja auch dieses kostenlose Master-Template, ich glaube Master 2 ist aktuell seit 2 Jahren irgendwie verfügbar. Aber das ist eine ganz gute Basis. Da hat man noch ein bisschen mehr. Da hat man noch so einen Customizer, mit dem man diese, wenn man keine Lust hat, irgendwie auf Less, in Less-Dateien irgendwelche Variablen zu definieren, dann kann man das da mit so einer grafischen Oberfläche machen. Das ist ganz nett. So. Und man kann dann auch so Dinge machen wie diese Hierarchie. Also so ein Template funktioniert ja mit UIKit immer so, dass man Themes hat und dass man darunter wieder Styles hat. Das sind dann Variationen von Themes. Das kann man da eben auch alles anlegen per Klick und so. Das ist ganz nett. Und das wird einem von Haus aus eben, da wird einem alles mitgeliefert. Ich glaube, die haben auch alle Komponenten mit drin, alle JavaScript- und CSS-Dateien oder Less-Dateien dieser Komponenten sind da mit drin. Da muss man sich einfach keine Sorgen machen, dass man das irgendwie, ob man alles an Bord hat. Das ist eigentlich eine ganz gute Basis, wenn man mal anfangen will. Und später, wenn man dann ein bisschen erfahrener ist, dann kann man das ja mal auf die andere Variante versuchen. Ja. Wie kommt diese ganze Sache in meine Tool-Installation, damit das verwendet werden kann? Hast du ein, du weißt, wie Overrides funktionieren? Dann machst du genau das in deinen Override. Das ist der Code, den du so in deinen Override reinsetzen kannst. Okay, aber die ganze Bibliothek muss ja irgendwo sein. Ja, das habe ich ja, das war das, was ich gerade versucht habe zu erklären, dass du die Möglichkeit hast, dir das runterzuladen auf der Seite, GetUIKit, und dann bekommst du ein Paket, Filesystem. Und da gibt es Less-Dateien, da gibt es ein CSS-Verzeichnis, da gibt es ein JavaScript-Verzeichnis und das baust du dir ein in dein bestehendes Template. Musst du das eben einbauen und dann eben die Index, dass es auch geladen wird und so. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder du sagst, ich nehme dieses Master-Template und wähle das aus als mein Joomla-Template und mache alles da drin und style es da drin. Dann hast du es alles so an Bord und musst dich um diese ganze Distribution da nicht kümmern. Ja.
Was vielleicht noch spannend ist, es ist ja unheimlich viel in dem UI-Kit drinnen. Ja. Usein bietet auch WidgetKit an. Und hat ein WidgetKit basiert, mit das Clicky-Bunti alles zusammen, aber wir schreiben das ja hier selber. Und eigentlich alles, kann man sagen, was mit WidgetKit funktioniert, geht eigentlich mit dem UI-Kit aus. Ja, kann ich und man kann sich da die Demo von WidgetKit anschauen. Ja, genau. Ja, das, genau. Das ist ganz cool, wenn man auf der Website ist von WidgetKit, kann man da ein bisschen gucken, was die können. Warum ich WidgetKit als Komponente nicht so gerne einsetze. Also ich bin mir darüber bewusst, dass das für viele total gut ist und sie sich das da zusammenklicken können und so, alles gut. Das ist so generalistisch angelegt. Also da kann ich ja alles festlegen und alles ändern über irgendwelche Dropdowns. Ich kann sagen, wie breit sollen meine Felder sein für die Slideshow und so weiter. Das heißt, das ist das Template, der Template-Code oder dieser Code dafür, der ist eigentlich so ausgelegt, dass man da alles mitmachen kann. Und hier benutze ich im Prinzip nichts anderes als diese Elemente, die auch in WidgetKit drin sind. Also WidgetKit benutzt eben auch UIKit. So. Aber hier habe ich ein bisschen cleaneren Code, weil ich das eben zusammengeschrieben habe. Und ja, ganz ehrlich, also wie oft kommt ein Kunde an und sagt, also der Designentwurf ist so, dass sie sagen, wir wollen gerne ein Dreier-Grid haben und da sollen unsere News angezeigt werden und dann kommt ja nicht nächste Woche an und sagt, ich will das jetzt 6 haben, 6 breit und danach die Woche möchte er wieder nur auf halb gehen oder so. Das ist ja so ein Prozess, der findet einmal statt und deswegen kann ich das da auch ruhig hardcoden. Das ist so die Erfahrung. Aber guter Hinweis nochmal mit der WidgetKit-Website, auch über Utheme zu erreichen, über WidgetKit und dann die Demos anschauen und da sieht man nochmal alles, was WidgetKit bietet und kann sich dann ja so ein bisschen über UIKit angucken, okay, wie machen die das und was muss ich machen, um das selber zu machen. Ja. Ich glaube, wichtig ist, glaube ich, noch, dass die aktuelle Android-Version vorher mitgeladen wird. Hat WidgetKit die mit an Bord? Hat UIKit die mit an Bord? Ich glaube, ich weiß es gerade auch nicht aus dem Kopf. Okay, aber ja, nochmal drauf achten. Die haben dann ein Code-Beispiel genommen, die haben dann ihre JavaScript-Dateien und haben hinten dran das jQuery. Also jQuery muss man extra noch mit einbinden. Okay. Okay. Ja, ich benutze tatsächlich immer dieses Master und so, da ist es dann ja. Okay.